Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaupuchs und ich begrüße euch mit einem wunderbar kühlen Bier. Oh, warte. Oh. Ja, ich herzlich zurück hier zur letzten Runde für heute, für diese Woche. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr noch mehr sehen möchtet oder ob es das dann gewesen sein soll. Je nachdem, wie ihr entscheidet, ist dann nächstes Mal noch die Kommentare-Kommentiere-Folge. Wobei ich mir ziemlich sicher sein werde, dass hier nur gute Kommentare rauskommen, weil der Simulator an sich ist gut. Ne? Oder wir ziehen noch einen Wöchlein durch, je nachdem, wie ihr Bock habt. Ansonsten keine Sorge, ich habe mich schon mal wieder auf dem Arbeitsmarkt umgesehen. Es gibt da noch einiges zu tun. Jetzt erstmal Prost und wir machen hier weiter mit unserem Bierchen. Wir sind nämlich aktuell dabei, machen ein Blond Ale, haben aber die ganzen Zutaten reduziert, weil wir versuchen, es schwächer zu machen. Es darf vom Geschmack her einfach nicht so intensiv sein und die Aromen dürfen nicht so ausgeprägt sein und ich hoffe, das funktioniert. Jetzt müssen wir Dextrose hinzufügen, da mache ich auch mal statt 150 Gramm nur 120, na, machen wir nochmal sogar nur 100 Gramm. Komm, wir gehen mal richtig steil. Einfach mal experimentieren, das kann nach hinten losgehen, das sehen wir dann. Einfach mal ausprobieren. Ab jetzt ist halt probieren angesagt. Und ja, schauen, was passiert. Machen wir 120, komm. Ja, so. Ein bisschen weniger als gewollt. Deckel wieder drauf. Hat das auch irgendwo einen Ablauf? Das hat gar keinen Ablauf. Ich kann da nur oben durch das Ding rauspumpen. Na gut. Dann ist das so. Dann stellen wir das Ding mal dahin. Das ist sehr hoch. Ich stelle es mal auf den Boden. So. Das Ganze muss jetzt in den Konditionierungsbehälter umgefüllt werden. Das könnte, wenn wir nicht so dumm gewesen wären, könnte das ein wunderbares, schönes Holzfass sein. Leider habe ich mich verkauft. Alleine deswegen müssen wir eigentlich noch ein bisschen machen. Die Sache ist halt nur die, wenn ich jetzt die ganze Zeit verkacke. Ich weiß nicht, ob man Biere auch einfach so verscherbeln kann, dass man sagen kann, hier komm, ich habe Bier, gönnt sich wer möchte. Damit man an die Punkte rankommt, ne? Weil wenn ich nur durch Jobs und den Wettbewerb Punkte bekomme, dann wird's spannend. Wir sollten auf jeden Fall aber den Wettbewerb noch mitmachen. Also so oder so, je nachdem wie ihr entscheidet, den Wettbewerb nehmen wir wohl noch mit. Ne? Den kriegen wir nämlich hin, weil da sind entsprechende Biere gerade wieder als Rezept vorhanden. So. Jetzt haben wir hier mit dem Ablauf verbinden, mit dem Zulauf verbinden. Zack. Zack. Und das ist der Ablauf. Und dann machen wir die Pumpe an. Ich verstau das mal eben. Pumpe an. Klappt das? Ja. Wurde leer gesaugt und der ganze Gammel ist unten liegen geblieben. Das ist ja mega nice. So. Okay. Pumpe ausschalten, hochheben. Zack, zack, zack. Dann machen wir hier. Wir sind auch bei 20 Liter, das passt. Also das ist definitiv dünner. Jetzt warten wir nochmal 21 Tage und dann hoffen wir das Beste. Zack. Gucken wir mal, was passiert. Ich hoffe, da kommt was Brauchbares bei rum. Es könnte jetzt auch echt scheiße werden. Es könnte auch richtiger Müll werden, aber das sehen wir dann gleich. Ich habe einfach mal nach eigenem Ermessen ziemlich heftig die Rezeptur abgeändert. Da könnte jetzt was Interessantes bei herauskommen. Probieren wir doch mal. So, es sieht auf jeden Fall nach einem Bier aus. Es hat wenig Schaum. Sehr flach. Strahlend klar. Sehr schön. Malzig süß. Frisch, säuerlich, dunkel. Wie sieht es mit den Aromen aus? Keins auf 5, oder? Oder über 4? Das könnte passen, Leute. Das könnte passen. Guck mal. Nichts über 4, weil wenn über 4, ja, dann verkackt, dann müssen wir es noch dünner machen. Aber dann war es schon gar nicht mal der falsche Ansatz. Es ist auf jeden Fall sehr weit runtergegangen. Wir müssen dann nur noch mehr Wasser reintun. Alkoholgehalt ist sehr niedrig, Ibu ist sehr niedrig. Mal sehen, ob es reicht. Ich bin mir nicht sicher. Ist ein Blond Ale geworden. War jetzt gar nicht so kacke. Eigentlich war es gar nicht so kacke, wenn man ehrlich ist. Mein Plan ist ein bisschen aufgegangen. Aromen sind halt alle bei 4. Aber es ist halt über 4, ne? Light Fox nennen wir das Ganze mal. Das bleibt. Glas nehmen wir mal den hier. Den hier. Den hier. Den hier, ja komm. Und als Etikett irgendwas Modernes. Das ist ja ein Light Bier.
Hier, da. Light. Bestätigen, bestätigen. Bier senden. Ich guck mal, wie es aussieht. Keine Geschmacksnote über 4. Schade. Und wie sieht's hier aus? Können wir das einreichen? Nee. Hat leider nicht gereicht. Ich bin rübergekommen. Krass. Okay, wir müssen es noch... Kristallklar, wir müssen es noch krasser abstärken. Es muss noch leichter werden. Jenseits von hell, ja. Okay. Ich würde aber sagen, bevor wir das nochmal versuchen, indem wir es noch krasser rund... Oh, wobei, versuchen... Komm, wir versuchen es nochmal, oder? Ich bin jetzt neugierig. Ich würde sagen, ich glaube, es wird doch nochmal eine Woche, weil wir müssen auf jeden Fall am Wettbewerb noch teilnehmen, aber ich bin jetzt ein bisschen angefixt. Ich will es jetzt nochmal versuchen, das hinzubekommen. Okay? Und dafür maischen wir jetzt nochmal. Ich nehme den Maisbottich. Wir können ja auch den... Ja gut, da gehen 50 Liter rein. Nehmen wir den mal. Ich will es jetzt noch einmal versuchen. Komm. Ich mache von allem die Hälfte. Nur noch die Hälfte. Das heißt, wir machen vom American Pale Ale nur noch 1,5 Kilo. Jetzt wird's richtig crazy. Jetzt wird's wirklich crazy. Deckel auf. Rein. 1,5 nur noch. Und das ist richtig leicht. Von allem die Hälfte. Und Wasser hauen wir am Ende noch was drauf. 1,5 Kilo davon. Amber Kristall. 125. Da hauen wir 125 rein. Ups. Wie oft mir das noch passieren wird. 125. Ja, okay. Lieber zu wenig als zu viel. Weizenmalz 180. Das sind dann 90. Kopfrechnen schwach, wie ihr merkt. 90. Ah, ein bisschen zu viel. 93. Na gut, egal. So, dann müssen wir Wasser erhitzen. Let's go. Ich bin jetzt angefixt, ne? Man merkt's, oder? Es geht so ein bisschen gegen die Brauehre jetzt, ne? Man will das dann doch schaffen. So. So. Das Ganze erhitzen wir auf 74 Grad. Ich hoffe, wir schaffen das heute noch. Da wir gemeinsam das Ergebnis noch herausfinden. So, davon kommen jetzt 11 Liter da. Oh Mann! 12 Liter, komm, ich kipp da 12 Liter rein. Verdünn das schon. Ne, 11 Liter. Es geht ja hier eher um die Temperatur. Deckel drauf. Oh, viel zu hoch. Ups, na egal. Das maischen wir jetzt nicht mehr eine Stunde, sondern nur noch 40 Minuten. Das heißt, wir machen statt 21:33 Uhr machen wir. 21:33 Uhr. So, okay. Okay, dann fügen wir hier den Rest des Wassers hinzu. Hat vorhin ja ganz gut geklappt. Fülle das rein. So. Das Ganze müssen wir jetzt umfüllen. Hier rein. Holen wir uns einen Schlauch raus. Zack, zack. Aufdrehen. Wird wieder überlaufen, ihr wisst es. So, macht aber nichts. Das ist nicht schlimm. Alles, was daneben läuft, kein Problem. Solange das nachher nicht in unserem Bier landet, ist ja alles gut. So. Jetzt auf 100 Grad erhitzen. Und dann kommt da Hopfen rein. 5 Gramm für 50 Minuten. Da machen wir mal nur 30 Minuten. Und zwar Blackwood. Blackwood. Wo ist er da? 5 Gramm. Da machen wir dann gleich nur 30 Minuten. Wir ziehen es jetzt richtig durch. Jetzt wird richtig runter reduziert, Alter. Richtig. So.
Rein damit. 30 Minuten. Das heißt, wir machen 2.30 Uhr einfach, komm. Gönnung. So. Dann kommt nochmal wieder 25 Gramm Honig hinzu. 25 Gramm. Oh, ein bisschen zu viel geworden, na egal. So. Dann kommt Cascade, 55 Gramm, für 10 Minuten. Cascade. Machen wir nur 25 Gramm. Machen wir nur sogar nur 20 Gramm, komm. Für 10 Minuten. Gut. So. Dann nehmen wir das alles raus. Zack. Nehmen die Würze, stellen die da eben hin, machen den Gasherd aus. Gas ist teuer, Leute, ne? Immer mal dran denken. Dann nehmen wir die Spirale da raus, das Ding und das Ding. Das kommt hier rein. Ups. So. Ablauf. Zulauf. Dann geht's. Warten, bis das Ganze auf 20 Grad runtertemperiert ist. Langsam kennt man den Ablauf halt auswendig, ne? Unfassbar. So. Okay, so. Haben wir. Dann nehmen wir das Ding da wieder raus. Holen uns den fetten Behälter hier, den... Den hier. Ups. So, dann kommt da rein. Das Ganze kommt jetzt in den Gärbehälter. Dafür benötigen wir Schlauch, Schlauch, Pumpe. Pumpe. Ablauf. Zulauf. Pumpe einschalten. Wunderbar. Pumpe wieder mitnehmen. Donk, 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 donk. So, dann kommt da Hefe rein. 150 Gramm. Ich mache mal nur 80 Gramm von der SoCal Ale. SoCal Ale. Ich gebe da diesmal nur 80 Gramm rein. So, reichen. So. Und das sind jetzt 21 Liter. Da packe ich jetzt noch 4 Liter Wasser drauf. Sogar noch ein bisschen mehr. Komm. Pack da mal. Packen wir da mal 5 Liter Wasser noch drauf. Oder sogar. Oh, zu viel. Das sind jetzt 10. Warte. Ausmachen. Ich würde sagen, lass mal eben echt noch 5 Liter Wasser drauf packen. Oder. Na, lassen wir. Komm, wir nehmen 10. Wir verdünnen das richtig. Wir nehmen 10 Liter. 10 Liter Wasser kommt noch drauf. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder unsere Pumpe. 10 Liter Wasser, komm. Das ist der Zulauf. Das ist der Ablauf. Und wir machen die Pumpe wieder an. So. So. Deckel drauf. 15 Tage warten. Ich bin sehr gespannt. Jetzt Dextrose. 150 Gramm. Mache ich wieder nur 80 Gramm rein. Hinzufügen. 80 Milliliter. Mal sogar, lass mal nur 74 machen, so. Und das Ganze müssen wir jetzt umfüllen in den Konditionierungsbehälter, den machen wir dann halt voll. Plastikfass klein. Da gehen halt nur 21 Liter rein, den Rest müssen wir halt wegschütten, das ist dann so.
Da müssen wir mit leben. Wir brauchen wieder die Pumpe. Ich sollte die einfach gar nicht abbauen, so oft wie ich die brauche. So. Zulauf, Ablauf. Pumpe einschalten. So. Ja, läuft ein bisschen über, ist nicht schlimm. Darf ruhig auch mal überlaufen. Pumpe wieder weg. Dann 21 Tage lang konditionieren. Eben Deckel drauf. Und 21 Tage warten. Ich bin sehr gespannt. Jetzt haben wir noch mehr runter reduziert und verdünnt. Wenn da jetzt nicht so ein super entspanntes Ich bin quasi kein Bier rauskommt, dann weiß ich auch nicht mehr. Da wird es langsam aber echt eng. So, es wird Zeit zu verkosten. Finden wir es gemeinsam raus, meine Lieben. Finden wir es raus. So, komm schon, Bruder, komm schon. Guck mal, das ist ja schon quasi kein Bier mehr. Sehr hell. Sehr flach. Strahlend klar. Malzig süß. Sauber, frisch. Malzig. Bisschen Fruchtnote. Kaum Bier. Aromen. Alle unter 4. Alle unter 4. Sehr gut. Alkoholgehalt richtig niedrig. Ist ja fast kein Bier mehr, ne? Sehr dünn. Sehr verunreinigt. Okay. Aber es ist ein Blond Ale. Irgendwie. Mal sehen, ob man das jetzt noch abgeben kann. Das ist ja quasi kein Bier mehr, aber sie wollten das ja so haben. Sehr komplex. Alter, da ist... Nee, doch nicht. Guck mal. Alle Aromen und 6 mehr sind unten drunter. So. Wie nennen wir das denn mal? Komplexfuchs. Er ist sehr komplex. So. Mild englischer Stil. Flasche. Da nehmen wir dann die Langhalsflasche. Glas nehmen wir auch so einen Langhals. Ne, nehmen wir dieses. Ja, was Cooles irgendwie. Den hier. Und Etikett. Nehmen wir den Pilz. Sehr komplex. Bestätigen, Bier senden. Ich bin gespannt. Dürfen wir es jetzt senden? Haben wir es geschafft? Ja, wir haben alles erreicht, was sie haben wollten. Es war heftig, aber wir haben sogar alle Anforderungen erfüllt. Krass. Krass. Los geht's. Ganz ehrlich, das war irgendwie cool. Guck mal, Fortschritt geht hoch. Wir sind jetzt Freund. Das, auch wenn sie jetzt einmal extra machen mussten, aber das war cool. Ne? Es war halt einfach cool. Hat etwas gedauert, aber cool war's. Wunderbar. Dann würde ich echt sagen, starten wir noch mit dem anderen, wo wir diese ganzen Hopfensorten haben sollen. Ich finde, das irgendwie macht das Bock halt jetzt ein bisschen selber rumzufummeln und halt auch mal zu versagen. So, Brauecke aufräumen, ja. Jetzt müssen wir gucken, jetzt war irgendwas mit Hopfensorten. Jetzt mussten wir mit viel Hopfen arbeiten. So, alles lagern. Gucken wir nochmal. Also, der nächste Job wäre jetzt dieser hier. Was ist das? Ein einfacher Holzrechen bekommen wir dafür als Belohnung. Also, verwende mindestens einen Hopfen aus jeder der Unterkategorien Edelhopfen, Sarsea-Hopfen und Cascade-Hopfen. Ibu liegt bei mindestens 30. Ibu liegt zwischen 30 und 40. Da suchen wir uns einfach ein Bier. Ich würde sagen, wir nehmen Weizen, wo ein Ibu-Wert schon zwischen 30 und 40 hat. Und nehmen dann, tauschen die Hopfen durch die jeweiligen Hopfensorten aus, die gefordert sind. Und dann sollte das doch eigentlich klappen. Also wir brauchen irgendein Rezept mit einem Ibu bei 30 und das primär aus Hopfen besteht. Gucken wir mal. Rezepte. Haben wir nicht irgendwo so ein cooles Weizen? Ich finde das Rezeptbuch irgendwie komisch. Jeff? Stout? Weizenbier. Das ist kein Weizenbier. Rezepte. Weizenbier. Strong. Ach hier ist Weizenbier. Dunkles Weißbier. Extrakt. Hat ein Ibu von 16. Viel zu wenig. Ibu von 29. Da, das sieht doch schon gut aus. Das ist Belgisch Golden Strong Ale. Und da haben wir auch ein bisschen Hopfen drin. Und da werden wir einfach noch ein bisschen weitermachen. Ich guck mal, was wir noch für Ibu-Werte haben. Hier haben wir ein Ibu von 53. Da können wir doch mit den Hopfen arbeiten.
Da können wir, glaube ich, mit den Hopfen arbeiten. Da haben wir auf jeden Fall IBU von 53. IBU von 66, der hat richtig viel Hopfen am Start. IBU von 47, aber kein Extrakt. Hier, American Pale, aber ist auch Extrakt. Ich habe keinen Bock auf Extraktbrauerei. Das hat ein IBU von 92. Belgisches IPA. Und dann haben wir hier die Hopfendinger. Und da werde ich einfach die Hopfen werde ich ummodeln zu den Hopfen aus den Kategorien, die wir brauchen. Das werden wir machen. Okay, meine Lieben, aber jetzt machen wir erstmal einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.